Bronze? Eigentlich ist die treffendere Bezeichnung Buntmetall. Und das Wort Buntmetall sagt ja eigentlich schon, worum es geht. Also es ist eine Legierung, also eine Mischung aus dem rötlichen Kupfer und Beimengungen. Bei der Zinnbronze, die man kennt zum Beispiel als Glockenbronze, da ist es eben Zinn, Kupfer und Zinn in wechselnden Anteilen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Bronzen, wo also weitaus mehr als nur Zinn drin ist. Oder bei den frühen Bronzen ist gar kein Zinn drin, da ist zum Beispiel Arsen mit drin. Das ist meistens aus der natürlichen Lagerstätte des Kupfers mit reingekommen ist, aber zum Beispiel auch zusätzlich mit reingeworfen wurde. Dann haben wir Anteile von Antimon, später in der Bronzezeit also auch von Blei. Wir haben Nickel, wir haben sogar Spuren von Silber. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich eine bunte Metallmischung. Ich habe mir die Analysen angesehen, die Professor Pernitzka an unseren Originalen gemacht hat. Er hat ja mal Späne herausgebohrt, hat das analysiert. Und es ist eigentlich damals beim Späneziehen auch schon aufgefallen, dass hier, das sieht anders aus. Aber jetzt genaue Gedanken haben wir uns darüber nicht gemacht. Und wir haben also jetzt diese Analysen uns vorgenommen und haben das sozusagen als Rezept genommen und haben es nachgekocht. Also die Ausgangsbestandteile eingeschmolzen, also von chemischen reinen Metallen ausgegangen und haben gezielt diese teils zufällig, teils damals intentionell hergestellten Legierungen alle im Ofen nachgeschmolzen. Dann haben wir sie angeschliffen und haben die Farbe gemessen, beziehungsweise einfach, das sehen Sie mit bloßem Auge, wie unterschiedlich das ist. Also das ist wirklich wahnsinnig bunt. Und dann haben wir eben gesehen, welchen Einfluss das Zinn hat. Und wir haben auch gesehen, dass nicht bei Zinn nicht nur die Zusammensetzung ist, also der Prozentgehalt, sondern wie wird das weiterverarbeitet. Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass man durch gezielte Manipulation am Gefüge, zum Beispiel durch Überschmieden, durch längeres Weiterhitzen, die Farbe auch noch steigern kann. Ganz spannend, wussten wir in dieser Form bisher noch nicht. Die erste Legierung, die wir gegossen haben, folgt einem Randlastenball aus Canena. Es ist ein ja, mit Arsen und Nickel und etwas Antimon ja, auf über die natürlichen Erze hin angereichertes Metall. Das ist sehr, sehr typisch für die frühe Bronzezeit. Es ist also ein durchaus widerstandsfähiges Material, das also sehr viel härter und widerstandsfähiger und auch federnder ist, als das bei reinem Kupfer der Fall wäre. Also ein ganz typisches Gebrauchsmetall, das also für übliche Werkzeuge, wie also zum Beispiel Beilchen, das auch ganz regelmäßig im Einsatz gewesen ist. Das Spannende ist eigentlich, dass die sehr frühen Bronzen, als man noch gar keinen Zinn zugefügt hatte, auch schon sehr schöne Eigenschaften hatten. Sondern solche Bronzen, die viel Arsen enthielten, die sind in vielen Eigenschaften eigentlich der Zinnbronze erstmal total überlegen. Sie sind wahnsinnig zäh, elastisch, schmiedbar. Aber sie sehen nicht so wahnsinnig anders aus als Kupfer, sie sind ein bisschen heller. Und mit dem Zinn kommt noch eine ganz andere Eigenschaft hinzu. Und das ist die ästhetische. Zinn verwandelt Kupfer in eine goldene Legierung. Und das ist natürlich etwas Sensationelles gewesen für die Augen der
frühen Bronzezeit. Das ist fast ein alchemistischer Prozess. Ich habe dieses rötliche Kupfer und gebe da ein weißliches Metall dazu und ich bekomme Gold. Scheinbar richtiges Gold, das natürlich kein echtes Gold ist, aber es sieht so aus. Und es wird außerdem auch hart und zäh. Aber man kann damit auch prunken. Die Legierung, die wir gegossen haben, das ist was sehr Spezielles. Das ist eine Legierung, die durch ihre Beimengungen, also eine Mischung aus Antimon, Arsen und Nickel, also eine ganze Reihe von Nebenmetallen, also fast silbern aussieht. Und diese silberne Farbe muss sehr spektakulär gewesen sein. Das sah man in der frühen Bronzezeit wohl sehr, sehr selten. Und hier geht es ganz eindeutig nur um Ästhetik, denn die mechanischen Eigenschaften dieser Legierungen sind also für ein Werkzeug katastrophal, denn das ist also wahnsinnig brüchig. Man kann also eine solche Doppelaxt, die aus dem Material gefertigt worden ist, also überhaupt gar nicht benutzen, die würde sofort zerbrechen. Aber sieht spektakulär aus. Sozusagen die Chromleiste der Vorgeschichte. Angeschliffen und haben die Farbe gemessen und dann gesehen, dass auch manche Vorurteile nicht so ganz stimmen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Arsen das Kupfer gar nicht so sehr in der Farbe verändert. Das hat sonst immer früher gesagt, das macht das Kupfer weiß. Das stimmt so gar nicht. Aber es macht tolle Eigenschaften. Und dann haben wir eben gesehen, welchen Einfluss das Zinn hat. Und wir haben auch gesehen, dass nicht bei Zinn nicht nur die Zusammensetzung ist, also der Prozentgehalt, sondern wie wird das weiterverarbeitet? Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass man durch gezielte Manipulation am Gefüge, zum Beispiel durch Überschmieden, durch längeres Weiterhitzen, die Farbe auch noch steigern kann. Ganz spannend, wussten wir in dieser Form bisher noch nicht. Also es ist ja nicht so, dass so ein Metall, also wenn es gegossen wird, wenn es flüssig ist, ist es natürlich eine homogene Verteilung der Metallatome. Wenn es dann erstarrt, dann ist es so, dass also erst die Legierungsbestandteile, die Zusammensetzung mit dem höchsten Schmelzpunkt zuerst erstarrt und dann entstehen Kristalle dieser Schmelze. Muss man sich vorstellen wie so ein Schneematsch. Und die Kristalle werden immer größer und je größer sie werden, umso zinnreicher werden sie. Und irgendwann ist das Wachstum dieser sogenannten Mischkristalle dann zu Ende. Das heißt, in der Mitte sind sie kupferreich, nach außen immer zinnreicher. Und zum Schluss bleiben kleine Tröpfchen übrig, die einen sehr viel niedrigeren Schmelzpunkt haben. Das sind das sogenannte Eutektikum. Und das erstarrt dann zu solchen, in diesem Mosaikgefüge aus Metallkristallen, dann zu solchen grauen Tröpfchen, die nennen sich dann Eutektoide. Und das ist ganz interessant. Man kann also unter dem Mikroskop dann die Erstarrungsprozesse aus einer Schmelze beobachten. Unter welchen Bedingungen ist das erstarrt? Wenn es langsam erstarrt, werden diese Gebilde größer, schneller, dann sind sie kleiner. Oder ist zum Beispiel nachgeschmiedet worden? Beim Schmieden zerbrechen diese Kristalle, sie verschmieren, sie verbiegen sich. Das hängt vom jeweiligen Prozess ab. Und deswegen ist die sogenannte Metallographie sehr interessant. Ist leider bei archäologischen Originalen sehr schwierig, weil da muss man die richtig schön anschleifen. Das geht in seltenen Fällen, kann man das auch machen, aber es ist ein Eingriff. Aber eben an solchen nachproduzierten Modellen geht das eben sehr gut.
Hier haben wir im sogenannten LAB-Farbraum eine Ebene herausgenommen. Und in dieser Fläche, also rechts die rötlichen Töne, oben sind die gelblichen Töne und unten links in der Ecke ist es grau, also in dieser Fläche, da haben wir die gemessenen Farbwerte von den Proben, die wir gegossen haben, so eingetragen. Und so ergibt sich dann ein Diagramm. Hier haben wir jetzt zum Beispiel alle archäologischen Funde, also die frühbronzezeitlich nachgegossenen Proben, alle mal einsortiert. Hier diese Ecken markieren sozusagen die Extremwerte, also das besonders Goldene, das wir gegossen haben. Dann aus Canena dieses Beil, das sich also eben im stark rötlichen Bereich befindet. Und die Doppelaxt von Dieskau, die gemessen hier liegt, also bereits im silberfarbenen Bereich liegt. Und das Interessante ist, wenn man sich die Objekte alle anguckt, so gibt es Gruppen, die sich natürlich überschneiden. Aber es gibt hier diesen Bereich der Beile, das ist dieses Kupfer mit wenig Arsen. Also etwas ganz Schlichtes, Funktionales. Dann haben wir hier oben besondere Stücke aus sehr gehobenen Grabausstattungen. Das sind also diese goldenen Bronzen. Hier sieht man, dass die Klinge richtig stumpf ist. Da sind keine Scharten, nichts, aber die ist nicht scharf geschliffen. Man sieht eher sogar was aus, als sei die bewusst entschärft worden. Das sind Stabdolche. Die Stabdolche, ja, das ist eine Art Prunkwaffe oder man vermutet auch, dass sie tatsächlich als Kriegswaffe benutzt werden. Und das im Grunde sieht man hier, das ist zunächst erstmal ein Dolch, wie man Dolche eben auch kennt, der aber nicht längs geschäftet ist, sondern quer an einen Stab. So, dass die Dolchwirkung würde man es dem Benutzen so zustande kommen, man sticht so zu, indem man also einen Hieb ausführt oder natürlich auch schneidend, also wie eine Art Sensenwirkung. Ja. Die spannende Frage ist zunächst mal, wozu haben die gedient? Sind das wirklich Waffen oder ja, sind das Prunkwaffen, sind das Statussymbole? Und auch dazu ist es eben interessant, mal zu sehen, sind die überhaupt benutzt worden? Bei dem Stabdolch hier ist also scheinbar bewusst etwas stumpf gemacht worden, aber ganz glatt poliert, rund, stumpf gemacht worden, wohl damit man sich nicht dran schneiden kann. Und dann fällt auf, dass diese Schneiden, überhaupt also das ganze Objekt, immer wieder poliert worden ist, sodass die Verzierungen, von denen man jetzt im Mikroskop nur noch Spuren sieht, völlig erodiert sind. Und das deutet eben darauf hin, dass dieses Metall, das enthält also sehr viel Arsen, das ist Kupfer mit etwa 5% Arsen, das kann man sehr schön polieren, das glänzt wunderbar, aber es hat einen entscheidenden Nachteil, es läuft wahnsinnig schnell wieder an. Also wenn man so ein Objekt einfach liegen lässt in der Luft nach 2 Tagen, hat es braune Flecken. Und das ist der Grund, weswegen man es immer wieder poliert hat. Ich war besonders überrascht darüber, dass man sehr gut eigentlich prognostizieren kann bei Zusätzen wie Arsen oder Antimon oder Nickel, wie sich die Farbe verändert. Also es wird umso heller, je mehr man reintut. Bei Zinn ist das ein bisschen anders.
Es gibt ein Optimum, so etwa bei 8-12%, wo es sehr golden wird. Und gibt man mehr Zinn dazu, dann wird es langsam grau. Und bei 30% wird es also auch silbern. Aber man kann es nicht vorausberechnen, denn ich habe mehrfach dieselbe Legierung hergestellt, zum Beispiel also eine mit 15% Zinn. Und da merkte ich schon, das ist nicht so ganz reproduzierbar, immer dieselbe Legierung. Und die eine ist goldener, die andere nicht. Und dann sind wir der Sache etwas auf den Grund gegangen, unter dem Mikroskop geguckt, wie da Kristallisationsvorgänge verlaufen. Und da ist es halt dann eben so, dass beim ersten Guss es so ist, dass orange-gelblich-farbige Zonen, also nur unter dem Mikroskop zu sehen, mit silbrigen neben silbrigen liegen. Der Gesamteindruck ist dann wie ein Druckraster, hat graue Punkte, orange Punkte, das zusammen ergibt dann dieses bleiche Golden. Man kann aber dieses Metallstück über ein paar Tage wieder in den Ofen legen, dann diffundieren diese Zonen ineinander, das heißt das Zinn und das Kupfer, das vereinigt sich dann ganz schön ruhig und dann habe ich nur Golden. Und wenn ich das dann mir anschließend ansehe, dann ist das weitaus goldener. Also einfach nur durch die längere Temperung dann im Ofen, als es frisch im Guss war. Und die spannende Frage für mich ist, hat man das vielleicht schon in der Bronzezeit beobachtet? Hat man das vielleicht gezielt nachgestellt, indem man solche Gussstücke eben auch längere Zeit dann nochmal im Feuer gelassen hat anschließend? Das wissen wir nicht. Das werden wir vielleicht feststellen, wenn wir uns trauen würden, einige dieser Stücke mal anzuschleifen und mal nachzuschauen. Das wäre ein großer Eingriff, aber es wäre eine interessante Frage, die sich durch die Experimente jetzt erst ergeben hat.